Herzlich willkommen zum Finanzmarkt-Update für den Monat Juli. Wir sind bereits im Juli, genau. Das erste Halbjahr ist vorbei. Es war ein sehr ereignisreiches für die Finanzmärkte. Und wir hoffen, dass es jetzt in die Sommerzeit ein bisschen ruhiger wurde. Das absolute Highlight an der ganzen Entwicklung ist sicher die Inflation, wie sich die entwickelt hat. Sicher stärker, als man das erwartet hat. Sicher stärker auch als das, was die Nationalbank erwartet hat. Und in der Konsequenz hat sie dann in der, auch die Schweizerische Nationalbank in verschiedenen Kommuniqué zum Besten geht, dass die Zinsen restriktiver gestaltet wurden. Die erste Zinssatzerhöhung von 50 Basispunkten hat bereits stattgefunden Mitte Juni. Das ist der erste Zinssatzerhöhung seit langer Zeit. Wir sind zwar immer noch im negativen Bereich, was Geldmarktzinsen anbelangt. Nichtsdestotrotz, auch bei den langen Zinsen hat es eine gewaltige Bewegung gegeben. Beispielsweise die fünfjährigen Hypothekarzinsen sind in einer Kürze und einer Heftigkeit angestiegen, wie man das in den letzten Jahren nie mehr gesehen hat. Also das vergleicht sich mit nichts, was wir in diesem Jahrtausend gesehen haben. Also von dem her sicher eine ganz wesentliche neue Entwicklung. Das bedeutet dann auch, dass die Hypothekarzinsen und die Hypothekarzahlungen umso grösser werden. Und das ist eines der Probleme, die der Konsument in der Schweiz trifft. Das andere ist, dass obwohl die Löhne angestiegen sind, sie nie angestiegen sind im Ausmaß, wie die Inflation angestiegen ist. Das heisst, die Reallöhne sind in der jüngsten Vergangenheit zurückgekommen, will heissen, wir haben höhere Zahlungen, wir haben höhere Zinszahlungen, viele, insbesondere die Immobilienbesitzer, wir haben auf der anderen Seite kleinere verfügbare Einkommen real. Das führt dazu, dass die Konsumentenstimmung in der jüngsten Vergangenheit sehr stark gelitten hat. Man geht davon aus, dass das Wirtschaftswachstum reduziert wurde und dass dann letztendlich die Frage wird sein, wie viel an Zinssatzerhöhungen sind nötig, um die Inflation unter Kontrolle zu bringen. Das sind die Fragestellungen, die uns beschäftigen, die jeden Einzelnen beschäftigen werden und die sicher grosse Effekte für jeden Einzelnen zeitigen tun. Das ist die eine Situation oder die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite der Medaille haben wir aber auch festgestellt, dass die höheren Zinsen dazu geführt haben, dass die Aktienkursen ins Rutschen gekommen sind. Also es sind die Obligationenkurse gesehen, die unter Druck gekommen sind. Die Aktienkurse sind es auch gesehen. Interessanterweise kann man feststellen, dass ein gemischtes Portfolio mit Aktien und Obligationen fast gleich stark gesunken ist wie eins mit einem leichten Übergewicht in Aktien. Also Obligationen sind auch sehr stark unter Druck gekommen. Aber die Tatsache ist jetzt, dass nicht nur bei den Obligationen, wo die Zinsen offensichtlich sind, die höheren Zinsen, die höheren Coupons, die höheren Renditen, die man erzielen kann, wir auch bei der Aktie wieder auf Bewertungen sind, wo man sagen können, dass die Kurs-Gewinn-Verhältnis eigentlich im langfristigen Rahmen sich bewegen tun. In der Konsequenz kommen wir zum Schluss, dass letztendlich auch zum jetzigen Zeitpunkt oder wahrscheinlich gerade eben jetzt Aktienanlagen sicher nicht die falscheste Art von den Anlagen sind, dass es durchaus wieder Titel gibt, die relativ günstig bewertet sind, wo man investieren kann. Wo wir ein bisschen absehen wurden, sind letztendlich zyklische Titel, also Aktien, die stark mit dem Konjunkturzyklus sich bewegen tun. Wir sind eher, oder unsere Favoriten sind eher Titel, die dann eben weniger zu tun haben mit dem Konjunkturzyklus. Das sind Titel in der Grössenordnung von Tech-Aktien oder auch Medizinal-Tech-Aktien. Das sind die Ecken, wo wir letztendlich ein bisschen stärkeren Fokus drauf legen tun, wohl wissend, dass das auch genau die Titel gewesen sind, die besonders stark gelitten haben unter der jüngsten Zinsanstieg. Aber aufgrund von der Tatsache, dass eben die Konjunktur zurücklaufen sollte und wahrscheinlich die Inflation dann tendenziell auch unter Kontrolle kommt, rechnen wir damit, dass letztendlich das Schlimmste in Zinssatzerhöhungen passiert ist und dass dementsprechend jetzt andere Themen wieder in den Vordergrund treten. Das ist das, was wir uns überlegen tun. Anfangs der Sommerferien wünschen Ihnen jetzt eine gute Zeit und schwätzen uns wieder in einem Monat. Adi miteinander.